Herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Projekt von mir, und zwar Warhammer 40k Space Marine. Ich bin leicht angenervt, da die Aufnahme mittlerweile schon die 6 ist, und aus folgenden Gründen: Das Intro lägt wie Sau. Ich habe jetzt alles nochmal komplett auf Null gestellt von der Grafik und hoffe, dass ihr euch jetzt das Intro komplett auf nicht ruckelart präsentieren kann. Ich starte mal wieder auf Normal. Schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Bis gleich. Da mal eine kurze Pause. Stelle jetzt wieder die Grafik auf hoch ein. Nein, tue ich nicht. Guck aber die Sequenz zu Ende. Jedenfalls hat das die Intro-Sequenz nicht geruckelt. Yeah! Captain Titus, die Orks haben die Armee in der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Hält uns von ihnen fern, während sie die Titanen-Kriegsmaschinen finden. Bereit machen für Ausweichmanöver. Pilot, Bericht. Steuerbordantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringen. Wir finden einen anderen Weg. Zu Befehl, Captain. Vanderhawk-Lanze von Jove kehrt zur Startrampe zurück. Was ist Ihr Plan? Wir müssen zur Oberfläche, um die Batterie auszuschalten. Oder möchten Sie schon nach Hause, Sergeant? Nicht bevor ich mit den Orks geredet habe. Ist das klug, Captain? Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astartes. Bleiben Sie dran. Thank you.
So, und damit meine kurze Pause. Bis gleich. So, wieder im Spiel. Ja, sorry Leute für die kleine Unterbrechung eben. Aber es war nötig, weil ich will das Spiel nicht auf Nubbel-Grafik spielen und richtig hier losmärschen. Ja. Bei einem schwierigen Anfang ist es jetzt hier der Anfang von Warhammer 40k Space Marine. Ja, ihr seht, das Spiel ist echt brutal. Und ich mach jetzt mal platt die blöden Orks hier. Denn wie in Dark Souls kann man die Gegner betäuben und dann mit einem B-Exekutionsangriff instant killen. Ja, anders als in Dark Souls gibt es hier Lebensenergie zurück. Ja. So, dann wollen wir mal weiter. Diesen Ork springen wir in die Luft. Und dann hier durchkommen. Aui! Das tat weh. Aber Moment, ich hole mal die Lebensenergie zurück. Tötet das Space Marines! Sehr schön. Noch mehr Menschen zu töten! So, weg mit dem. Runter von einem Schiff, Space Marine! Nö. Das will ich auch nicht. Weder vom Schiff noch sterben. Wow, da ist eine Menge Granaten. Wir werden später auch nochmal Granaten benutzen können. So, fair. Oh, Junge. So. Perfekt. So. Was sind ihre Gegner? Abfällen? So. Panzerboys, was damit? Ja. Ah, den smashen wir nochmal weg. Ja, wir können auch schieben, wie ihr seht. Und, aber wirken so finde ich das jetzt nicht. Da, smash ich doch eher mit meinem Kurzschwert auf die Orks hier ein. So, gib mir nochmal Lebensenergie. Flash. So, ab aufs Geschütz, oder an Geschütz.
Space Marine. Jo. Captain Titus, bitte kommen. Die Orks haben mich vom Kurs abgebracht. Von Leandros habe ich nichts gehört. Aber ich empfange Übertragungen von der imperialen Armee am Boden. Hätte nicht gedacht, dass noch jemand lebt. Oder sogar kämpft. Bin jetzt unterwegs zur Front. Dort treffen wir uns. Ja, genau. So, wir sind etwas unsamt mit unserem, mit dem Schiff gelandet. Und sollen jetzt da vorne zur Front mit jemandem treffen, dessen Name ich gerade vergessen habe. So. Kapitel 2. Trotz alledem. Ja. Industriegebiet 82. Ja, sieht doch schon mal sehr einladend hier aus. Wow, ganz, ganz ruhig hier. Tötet sie alle! Och. Ochs. Was sind die Ochs? Holt am Boss! Hab Space Marines gefunden. Hast du das? Was? Ui. Ah, hier. Ja, wie bei Darksiders kann man so eine... Öffentliche Störungen werden nicht toleriert. Ja, wie bei Darksiders kann man solche kleinen Gegner problemlos vernichten. Durch die B-Taste. Normal. So, ich guck erstmal hier nach. Was haben wir da vorne? Drücken, um Audio-Log einzusammeln. Halten zum Anhören. Arbeiter, montieren. Caleb, da bist du ja. Die Shiring-Brüder sagen, wir werden angegriffen. Die Brüder sind Idioten, Lilith. Sie sahen Brocken im Himmel. Xenos, hier. Sehr unwahrscheinlich. Ja, man findet immer solche Servoschädel. Klingt pervers, ist es aber auch. Findet man halt immer so im Spiel, die solche Audio-Logs preisgeben, um ein bisschen von der Story so erzählen. Finde ich ganz cool. Ist, glaube ich, auch irgendwas mit so Achievements verknüpft. Aber ich bin nicht so ein Achievement-Jäger, das ist... Wie ein gewisser Herr auf YouTube sagen würde, völlig unnötig, Digga. So, eine Art Flammerei. Geht zu so einer Versorgungskapsel. Diese Versorgungskapseln geben uns immer Waffen oder Ausrüstungsgegenstände wie Sprungmodul, wie wir laut der Demo schon sehen konnten. Zugriff autorisiert. Der Imperator sei mit Ihnen, Space Marine. Jo, mit dir auch. Bolter freigeschaltet. Der 998er Goldwyn Schema Bolter ist das charakteristische Space Marine Kampfgewehr, das selbst angetriebene Sprengladungen abfeuert. Wow. Okay. Nutzen Sie, um die Waffe zu wechseln. Hier lang, Boys. Ich töte ihn als Erster. Space Marines zum Töten. Yeah. Wenn ich den treffen würde, braucht das ganz gut. Zerschlag das Space Marine. Ja, cool. Das ist immer eine nette Waffe. So, hier ist lang. Ich denke mal hier lang. Töte den! Wo denn? Nicht die! Hä? Der Mensch ist alleine!
Oh. Gut dann. Ja, wie es aber hier weitergeht, werde ich euch erst im nächsten Part zeigen. Edgy Bad.